Oh Gott. Wen haben wir denn jetzt hier drin? Okay, niemanden? Ein Brief. Ein weiterer Tag in diesem verdammten Loch. Ich vermisse den guten alten Bourbon. Das zu lesen ist ermüdend. Überspringe das ganze Gekritzel. Und diese Brunnen, da unten kann man eine Menge Zeug finden. Ich habe versucht, ihn einzuhaken. Es hat nicht geklappt. Aber jetzt fühle ich mich irgendwie schmutzig. Okay. What? Was? Gehen? Ah! Ach du Scheiße. Schrott. Fragezeichen, okay. Na gut, wir müssen eh kämpfen. Bitch slap. Okay. Firecat. Also, der Kollege hinten ist schon mal anfällig gegen Feuer. Sie ist anfällig gegen Verwirrung. Wow. Träumende Winde. Benommenheit verursacht. Sehr schön. Ah, ich hätte hinten Eisen nehmen sollen. Eis nehmen sollen. Okay, ich muss erstmal den hinten killen. Oh no, daneben. Vorne ist immer noch benommen, das ist jetzt nicht wild, aber ich kann ja einmal Eisen machen. Mann! Hab ich denn Eisen? Eis! Yes, sehr schön. So, und dann greifen wir jetzt einfach bis zum Ende an. Schock auch noch dazu. Gut, das bringt jetzt nichts. Lähmung verursacht. Okay, das heißt, da passiert auch nichts mehr. Und wir können... Kann ich denn die fangen? Vergessen. Gibt es hier irgendwo noch mal Hilfe? Sprache, bla. Scheiße, wo war denn? Gibt es hier nicht sowas wie Hilfe? Tagebuch? Ja, gut, Sammlung. Fähigkeiten. Scheiße, wie war denn das? Nicht zugewiesen. Oh, ich habe sogar noch einen. Wo habe ich denn den her? Der bringt Verwirrung. Der ist doch was für Chester. Gegen Eis und Feuer ist er dann schlecht. Wie kann ich den ablegen? Ich weiß gar nicht, wo ich den zweiten her habe. Aber ich würde gern weitere fangen. Oh, da war einer. Da kann ich gehen. Hier wahrscheinlich auch. Nee. Grüß dich. Zwei Gegner. Wer sind sie denn? Er ist auch gegen Verwirrung anfällig. Tank. Okay, also ich gehe natürlich wieder hinten auf den. Dass ich vielleicht sowas wie Verblutung oder so hinbekomme. Oh, daneben. Ja, hast du das Falsche gedrückt? Ja, natürlich daneben.
Natürlich daneben. Da er mein Einmal und Erfüllung vom Besorgt. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier auf ihn, weil der hinten wird nichts machen. Der frisst aber ordentlich, ne? Ja, wunderbar. Nochmal daneben. Und da hinten ist immer noch eingefroren. Sehr gut, Schock verursacht. Und... oh! Alter, der dürfte da vorne noch einen einzigen oder so haben. Na, 30 ist sogar noch. Nochmal 9. Und 7. Ah, der hinten hat eine Verteidigung. Na gut, dann schießen wir nochmal die letzten Patronen raus. So. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Oh. Nächster Gegner. Slam. 3 Gegner. Okay. Ja, immerhin einer brennt. 2 brennen. Warte, könnte ich zaubern können? 2. Okay. Bleeding, sehr gut. Das sollte doch eigentlich eine Kombo geben, ne? Ja. Sehr geil. Daneben. Kann man das eigentlich beschleunigen? Nee, ne? Alter, wieder daneben zweimal. Mal daneben. Oh, fucking hell. Naja, 21. Ich werde erstmal hinten auf den gehen. Und? Jo, reicht aus. Sehr gut. Die Waffen sind gegen ihn echt low. Immerhin den trifft er, 67. Das Ausweichen und der hat Schock, glaube ich, auch noch. Gut, dann greifen wir jetzt den Rest normal an. Kann ich ihn fangen? Ah, ich hab vergessen, wie man... Scheiße, ich weiß nicht, wie ich ihn einfangen kann. Ach, ich muss mir das nochmal angucken. Gemüseeintopf. Okay. So, hier sind wir, glaube ich, auch am Ende. Gehen wir erstmal unten lang. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Wurde hier irgendwo erklärt, was wir hier machen sollen? Nee, ne? Also, der Wald gefällt mir optisch, aber... oh, no. Bitch, Sam. Na, typisch 3 Gegner. Wer ist er? Also, ist das für viel? Hopp, Hexe. Achso, gegen was ist er anfällig? Gegen Feuer, ne? Das passt doch.
Ich bin verwirrt. G muss ich drücken. Yo, Bleeding, sehr geil. Eieiei, 72er Kombo. Oh, ist benommen. Also er ist erstmal eine Sie, aber... Yo, Bleeding verursacht, sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, unten den habe ich nicht angegriffen, weil der hoffentlich jetzt gleich verbrennt. Alter Schwede. Wieder anfällig gegen Verwirrung sein, okay. Oh, achso, sie ist auch noch verwirrt. Sehr schön. Sehr gut. So, in der Hoffnung, dass sie nicht trifft. Okay, Schock verursacht. Schock ist halt auch, naja, nicht so pralle, aber... Okay, eine Runde noch. Alter, der Angriff ist halt wirklich monströs. Ja. Kurz eine Runde heilen. Was hat sie denn noch? 15, na gut, das sollte jetzt reichen. Oh ja, Level up für alle, cool. Level 7. Was war eher Schneesturm? Mittleren Windschaden zu, hohe Trefferchance. Okay, ist alles das gleiche. Einfrieren, Benommenheit. Müsste er sein, ne? Also der Junge. Eis gewesen. Okay. Ja, ist aber auch eigentlich egal. Wenn man so eine Mischung aus allem hat, finde ich es eigentlich auch okay. Wo ist denn ein Haus? What? Ah, nächster Safe Spot. Okay. Ja. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal kurz an die Oberfläche. Kommt schon, sehen wir uns noch ein bisschen um. Wir sollten mindestens eine Spur finden. Oh, ernsthaft? Oh, ich muss weitergehen. Bitslap. Nein, Mist. Oh, fuck, Alter, die sind so gut. Scheiße. Ach, schwach, ja. Aber am Boden. Bringt nichts. Wer ist verwirrt? Einunddreißig, cool. Okay, ja, gut. Keine Aktion aus, der hält aber 90% Schadensresistenz. Warte mal, warte, was? Was, was? Er hat eine Kombo?
Nein, daneben, warum? Wieso bekommt sie denn eigentlich... Ach so, ich habe einfach nur den Vorteil, dass ich immer eine Combo habe, aber das Gift macht an sich keinen Schaden. Okay. Oh, das mit dem Gift ist aber, finde ich, sehr gut. Wer waren das? Sie? Nee. Er war das mit dem Gift, ne? Ja. Nee, auch nicht. Ich glaube, ich werde jetzt einen verlieren. Boah, Alter, die hämmern aber auch rein. Ich muss mich unbedingt verbessern. Ich muss mir bessere Ausrüstung kaufen. Alter Schwede. Kann ich jetzt bitte gehen? Verschlossen. Ah, das kannst du bestimmt mit dem Dietrich öffnen. Ich habe keine Dietricher. Da oben ging es weiter? Ach, hier. Ja. Ich würde gern gehen. Oh no. Ich muss hoffentlich nicht kämpfen, weil dann bin ich am Arsch. Wer sind Sie denn? Hallo? Hey, du, friss uns nicht und lass uns reden. Hm, wer ist da? Geh weg von mir, du lockst mich, sie noch an. Wen, Dämon? Ah, mach dir keine Sorgen um sie. Wir werden sie vermöbeln. Nein, werden wir nicht. Wow, wir können sie kämpfen. Natürlich, wie wären wir sonst hierher gekommen? Wie heißt du eigentlich? Ich bin Emily. Ich erinnere mich nicht mehr an meinen Namen. Weißt du noch, wie du hierher gekommen bist? Ich erinnere mich an das, was vorher war und das dazwischen. Etwa so. Plötzlich und sanftes Ja. Der Tod, ja. Ja, kannst du dich an irgendwas vor deinem Tod erinnern? Ich erinnere mich daran, dass ich im Wald war und mich danach wieder hier fand. Auch ein Wald, aber anders. Es war auch jemand sehr Wütendes in der Nähe. Sein Wut überschattete die Sonne. Wer bist du? Ich weiß es nicht. Und einfach ich. Er redet mit uns, als war er ein Mensch. Ein Mensch, so wie ihr vier? Streng genommen ist Hugo. Achso, streng genommen ist Hugo kein Mensch, wie wir drei. Ich weiß nicht, ich scheine jetzt anders zu sein. Erinnerst du dich an die andere Welt? Ist die Welt das, was überall ist? Ja, da war irgendwas Fröhliches, etwas nach warmen Meistertiers noch. Ja, beim letzten Mal war es viel einfacher. Sei nicht so düster, der Tod dieses Mannes ist doch sicher untersucht worden. Wenn wir mehr über den Fall herausfinden, können wir Spuren dieses Dämons in der echten Welt finden und die Kinder von Bloomtown retten. Hugo, du warst bestimmt mal ein Polizeihund. Oder du hast eine Menge Krimiserien geguckt. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr herausfinden könntet, was genau mit mir passiert ist und wer ich bin. Wir werden unser Bestes tun. Ihr könnt mich hier finden, wie ich rumlaufe und diese Felsen erschrecke und so. Okay, Tatort. Also hinten würde es weitergehen. Machen wir aber nicht. Kann ich jetzt bitte gehen? Ich würde gerne bitte gehen. Vielleicht ist da hier noch mal eine Telefonzelle. Nein. Was? Oh, oh. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir gehen. Wir gehen nach Hause. Machen uns Dietriche und vor allem... mein Feld gießen. So, kann ich jetzt bitte gehen? Zurück nach Bloomtown. So, jetzt wird es wahrscheinlich wieder 9 Uhr oder so abends sein. Natürlich, 9.30 Uhr. Und meine Feldfrüchte sind eingegangen. Nein. Oh. Ich muss nicht gießen. Ach, es hat ja geregnet. Natürlich. Was haben wir nicht nur für Missionen? Was ist das über uns?
Also, was ist das? Kannst dich anklicken. Okay, Aktivitäten. So, gonna catch them all? Hier kann ich nicht angeln. Interessante Orte, Wildnis. Okay. Ach doch, ich kann hier angeln. Das sind die drei Orte. Habe ich echt keine anderen Missionen? Warte mal, ich gehe mal hier mit der Dings weiter. Ging Gönner Taku. So, gonna catch them all. Der Weg zu dir selbst. Einen Freund finden. Wir müssen ein paar Freunde des Geistes finden. Die Kinder hier könnten ihn kennen. Den Namen zurückholen. Du musst die Suche mit einem Namen beginnen, aber du darfst keinen Fehler machen. Du musst sicher sein, dass wir den richtigen Namen haben. Was? Vorstadtschrecken. Wie kann ich das verfolgen? Okay, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Gut, das macht Sinn. Weiß ich nicht. Okay, ich weiß gar nichts. Das macht die nächste Mission nicht einfacher. So, ich mache mir erstmal ganz kurz ein paar Dietricher. So, kann ich das hier wieder beschleunigen? Das heißt eigentlich Auto. Ich habe nicht genug Zeit. Okay, ich mache mir morgen früh Dietricher. So, Auto aus. Also, ich könnte jetzt einfach sagen, sie macht alles automatisch, oder was? Nee. Okay, wir gehen ins Bett. Einschlafen. Mittwoch. Warum schlafen wir eigentlich immer so lange? So, ich habe wieder irgendwas im Traum gelernt. Es ist Können. Ruf an Emily! Ruf an Emily! Ende! Emily hier, ich höre dich laut und deutlich. Ende! An alle, die meine fantastischen Walkie-Talkies haben, ich kündige hiermit ein Treffen in meinem Laden an. Habt ihr verstanden? Ramona hier, verstanden. Marschiere los! Was habt ihr alle vor? Ich schlaf noch. Ich treffe euch später. Hugo ist bei mir. Alle sind bereit. Wir treffen uns bei Ruß. Ende! Ruß? Meinst du, wir sollten vor die... Sollten ihr von den Dämonen erzählen? Klar, wir können sie nur, klar, wir können sie in unser Team aufnehmen. Ja, es freut mich. Sie kann uns über Funk unterstützen. Ich würde gerne, dass sie mir auch im Kampf hilft. Was? Ich kann das jetzt nicht machen? Ich brauche einen verfickten Dietrich. Oh, wieso ist der das hier alles einschränkt? Oh, okay. Wir gehen direkt dahin. Naja, wir bekämpfen Dämonen mit der Hilfe anderer Dämonen. In ihrer dämonischen Unterwelt, richtig. Ah, ich verstehe. Ja, klingt logisch. Hier, Ramona hat es zuerst ausgeplaudert. Das ist in Ordnung. Hallo, sind die Walkie-Talkies nicht cool? Ja, Opa wollte mir das Telefonieren schon langsam in Rechnung stellen. Meine Funkgeräte haben einen Nachteil. Sie funktionieren manchmal nicht, wenn ich nicht in der Werkstatt bin. Aber wenn ich euch treffen wollt, wenn ihr euch treffen wollt, um Dämonen zu bekämpfen, solltet ihr euch besser über Funk verständigen, damit ihr nicht umsonst durch die Gegend lauft. Wovon habe ich noch gleich geredet? Tut mir leid, war mit meinem morgendlichen Ritual. Was ist das? Also, ich rolle mich auf dem Bett herum, mache Dehnübungen, putze mir die Zähne. Langweilig. Langweilig? Also ich... Chester, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich habe dich aus einem bestimmten Grund hierher gebracht. Ramon hat mir erzählt, was du vorhast. Und wenn ich nicht von Sarahs Verschwinden gehört hätte, hätte ich es nicht, wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass einige Leute aus dem Bauernviertel verschwunden sind. Und wenn Dämonen damit zu tun haben, möchte ich helfen. Ihr müsst eine weitere Antenne aufstellen. Aber dieses Mal im Wald. In der Nähe des Hauses des Försters gibt es eine schöne Lichtung. Ja, wir werden wahrscheinlich Dämonen in den Wäldern finden. Es wäre gut, wenn wir miteinander kommunizieren könnten. Ja, du hast recht. Das ist eine tolle Idee. Ruth, wir können dir helfen. Das hatte ich gehofft. Ich bin zu allem bereit, solange es nicht bedeutet, an meinem freien Tag mit Frank zu Hause zu sitzen. An ihrem freien Tag? Okay. Ich weiß, wo wir hingehen sollten. Holen wir unsere Walkie-Talkies. Ja, ja, lasst uns einfach gehen. In den Wald? Wir werden da auch wieder rausfinden? Natürlich, du hast ja eine Karte. Das stimmt.
Wir sind fast da, den Förster. Der Förster wohnte hinten immer gleich hinter dieser Brücke. Ist das jetzt schon der. Okay, der Wald. Also ich habe ihn auf der Karte schon mal gesehen, aber ich war noch nie hier. Ich würde gerne erstmal den Ort mir komplett angucken. Mann, von einem zum anderen. Wahnsinn.